Willkommen, mein Name ist Marius Eber. Thema dieser Mindmap ist das Thema Lernen und Pausen machen. Wenn man also in einer Prüfungsvorbereitung ist, was ist eine gute Idee, wenn es um die Frage geht, wie gestalte ich die Pausen? Und da gibt es ganz erstaunliche Erkenntnisse und das möchte ich mal in dieser Mindmap hier genauer erklären. Meine Quelle ist hier das Buch von Verena Steiner und das Buch heißt Lernpower. Also Verena Steiner hat mehrere, wie ich finde, sehr gute Bücher geschrieben über diese und verwandte Themen und aus diesem Buch hier Lernpower, und zwar auf der Seite 105 folgende, habe ich die Quelle für das, was ich jetzt hier vorstellen möchte, nämlich die Frage, wie ist die optimale Pausengestaltung? Und zwar bezieht jetzt Verena Steiner sich wiederum auf ein Experiment von einem Mann namens Otto Graf. Also die Grundlage ist das Experiment von Otto Graf. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe mir auch jetzt nicht die Mühe gemacht, das irgendwie mal nachzulesen. Auf jeden Fall, darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, um das Ergebnis, das er abgeleitet hat und ob dieses Ergebnis transferierbar ist, ob das funktioniert in der Praxis. Und das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, weil ich selber zum gleichen Ergebnis gekommen bin, nur das eben nicht so systematisch getestet habe. Und zwar dieses Experiment, da geht es um die Wirkung der Pause in einem Lernprozess, also sagen wir Prüfungsvorbereitung. Und zwar konkret geht es um eine 12-Minuten-Pause. Und die Frage ist jetzt nur, wie verteilt man diese 12 Minuten auf den Lernprozess? Und das macht man ja im Experiment, indem man mindestens zwei Gruppen kreiert und diese 12 Minuten variiert. Also Gruppe A wendet diese 12 Minuten Pause in einer bestimmten Art und Weise an und Gruppe B in einer eben variierten Weise. Und dann schauen wir, bei welcher Gruppe das mit dem Lernen besser funktioniert hat. Vielleicht vorher noch ein Hinweis. Es geht hier bei diesem Experiment um Addition von Zahlen. Keine schwierigen Additionen, aber diese Tätigkeit ist eben sehr, keine schwierigen Additionen, aber diese Tätigkeit erfordert eben eine Menge Konzentration. Also Addition von Zahlen bedeutet, Konzentration ist gefordert. Und so ist es beim Lernen ja auch. Wenn man sich nicht mehr konzentrieren kann, dann sollte man es am besten lassen. Dann sollte man aufhören, sollte man für heute aufhören, denn der Rest ist nur noch Quälerei. Also die Frage der Konzentration ist eine ganz wesentliche Frage für das Lernen. Also zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe B. Und zwar Gruppe A gab es folgende Zusammenstellung, folgende Verteilung dieser 12-minütigen Pause. 45 Minuten Lernen und danach eine Pause, und zwar nach 45 Minuten eine Pause von erst, also nehmen wir es auf, Pause, und zwar erst 2 Minuten, dann wieder 45 Minuten lernen, dann 4 Minuten, dann wieder 45 Minuten lernen und dann 6 Minuten. Ja, so haben wir also diese 12 Minuten. Wir haben 6 Minuten, plus 4 sind 10, plus 2 sind 12 Minuten. Jeweils nach 45 Minuten eine Pause, zunächst von 2 Minuten, dann nach weiteren 45 Minuten 4 Minuten und dann 6 Minuten. So, das ist die Gruppe A. Übrigens, bei diesem Experiment kann man dann sehr schön auch gucken, wie es mit der Konzentration ist. Das sieht man dann an der Richtigkeit der ermittelten Lösung. Wenn die Zahl der Fehler ansteigt, dann sieht man, die Konzentration sinkt. Weil die Addition an sich etwas ist, was jeder beherrscht. Aber wenn man dann Fehler macht, sieht man, dass das nicht
fehlendes mathematisches Verständnis ist, sondern nachlassende Konzentration. So, jetzt kommt die Gruppe B. Und zwar sieht hier die Konstellation folgendermaßen aus. 15 Minuten lernen. Ja, also nicht nach 45 Minuten die erste Pause, sondern schon nach 15 Minuten die erste Pause. Und zwar zunächst mal, also für die ersten 15-minütigen Abfolgen, Taktungen, 4 mal eine halbe Minute. Also nach den ersten 15 Minuten, halbe Minute Pause, 30 Sekunden, dann wieder 15 Minuten, dann wieder eine halbe Minute Pause und so weiter. Das Ganze 4 mal hintereinander getaktet. Dann gab es 4 mal eine Minute. Also nach den vierten 15 Minuten gab es dann nicht 30 Sekunden, sondern eine Minute, dann wieder 15 Minuten mit einer Minute Pause, wieder 4 mal hintereinander getaktet. Und danach dreimal zwei Minuten. Wenn man das jetzt hier zusammenrechnet, kommt man auf die gleiche absolute Pausenzeit wie bei Gruppe A, nur die Verteilung ist eben eine ganz andere. Sie sehen, bei Gruppe A haben wir also eine lange, 45 Minuten, eine lange Lernphase und im Vergleich zur Gruppe B eine relativ lange Pause. 2 Minuten ist 4-mal so lang wie die 30 Sekunden, die Gruppe B bekommt. Lange Lernphase, relativ lange Pause. Wir haben bei Gruppe B eine deutlich im Vergleich kürzere Lernphase, nämlich statt 45 Minuten 15 Minuten. Und wir haben relativ kurze, aber häufige Pausen. Das ist sozusagen der Grundgedanke dieser beiden Gruppen hier. So, und jetzt dürfen Sie mal kurz überlegen, aber nur kurz, weil ich das Rätsel jetzt lösen werde, welche der beiden Gruppen gemessen an nachlassender Konzentration und ansteigenden oder nicht stark ansteigenden Fehlern bei der Addition von Zahlen besser war. War es Gruppe A nach dem Rhythmus relativ lange Lernphase, relativ immer im Vergleich zu Gruppe B, relativ lange Lernphase und relativ lange Pause oder relativ lange Pausen, müsste man eigentlich streng genommen sagen, relativ lange Pausen, oder war es Gruppe B mit sehr viel kürzeren Lernphasen und sehr viel häufigeren, aber sehr kurzen Pausen. Und das Ergebnis war in der Tat, dass Gruppe B war signifikant besser. Gruppe B war signifikant. Signifikant ist ein häufiges Wort in der Statistik. Das heißt spürbar, mal laienhaft übersetzt, war signifikant besser. Das war also nicht nur ein bisschen, sondern es war deutlich messbar, deutlich spürbar. Das heißt, kurze Lernphasen mit kurzen Pausen ist besser als längere Lernphasen mit längeren Pausen. Es gibt hier allerdings, und jetzt kommt wieder meine praktische Erfahrung, der ich hier auch so ein bisschen experimentiert habe mit mir selber und früher auch mit Gruppen, als ich am Anfang stand mit meiner ganzen Methode, habe ich hier auf dem Gebiet ein bisschen experimentiert. Es gibt hier aus meiner Sicht eine Ausnahme, nämlich wenn diese 45 Minuten Lernen quasi so etwas sind wie ein Flow. Ich schreibe es mal dazu. Ausnahme
Flow. Ja, der sogenannte Flow-Zustand, in dem man in einem quasi meditativen Zustand gerät, wo man in einem optimalen Kanal arbeitet zwischen optimaler Anforderung und optimalem Leistungsvermögen, wo das also das persönliche Leistungsvermögen und die Anforderungen, die einem gestellt werden, optimal zusammenpassen, sodass die Dinge quasi wie von selber funktionieren. Das ist der sogenannte Flow-Zustand nach einem Forscher mit dem schönen Namen Csikszentmihalyi. Das scheint mir hier die Ausnahme zu sein. Wenn man also in einen Flow gerät und wirklich 45 Minuten kontinuierlich durcharbeitet und Dinge fast wie von alleine gehen, man quasi in einem meditativen Zustand ist, dann sollte man das, glaube ich, besser nicht unterbrechen durch eine Pause. Aber in diesen Flow-Zustand muss man natürlich erstmal kommen. Und ich habe bis heute den Weg nicht gefunden, wie man diesen Flow-Zustand anschalten kann. Ja? Und ich habe es auch nirgendwo in der Literatur gefunden. Da wird sehr viel drüber geredet, aber keiner sagt einem, wie man diesen Flow-Zustand an- und ausschalten kann. Und das scheint auch so nicht zu funktionieren. Also diesen Flow-Zustand gerät man, dann hat man einen wunderbar produktiven Tag und es gibt andere Tage, wo man da eben nicht in diesen Zustand gerät. Ja, also man kann, das ist jedenfalls meine Erkenntnis heute, die ich vielleicht irgendwann mal korrigieren muss, auf diesen Flow-Zustand nicht bauen. Ja, man kann ihn nicht einfach ein- und ausschalten. Man kann in seiner Umgebung gewisse Dinge tun, um die Dinge herstellen, die den Flow-Zustand fördern. Inspirierende Umgebung, freundlicher Umgang zu Menschen, sich von Menschen trennen, die nur destruktiv auf einen wirken und diese ganzen Dinge. Aber man hat immer noch keine Garantie, dass der Flow-Zustand dann eintritt. Das scheint mir die Ausnahme zu sein. Ja, aber ansonsten in der Tat das erstaunliche Ergebnis: kürzere Lernphasen mit häufigen Pausen funktioniert besser als was Gruppe A gemacht hat. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.